Die Kirche ist ein Ort für Menschen. Manchmal sitze ich alleine hier und träume, wie das Leben wäre mit einer vollen Kirche. Ich weiß, wir werden weniger und die Kirchgemeinde wird kleiner. Jahr zu Jahr verlieren wir bis zu 100 Mitglieder. Und das stimmt mich schon nachdenklich. Und ich wünsche mir natürlich genau das Gegenteil. Ich bin super glücklich, dass wir das Familienzentrum hier haben. Ein Ort, wo Menschen willkommen sind, die ganz viele Fragen an das Leben haben. Wie erziehe ich meine Kinder? Wie sorge ich für mich als Mutter und als Vater? Man muss nicht zur Kirche gehören, um dorthin zu kommen. Aber wir laden ein. Hallo, guten Tag, wir fangen jetzt an. Hallo, guten Tag, wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt ein. Ja, es geht in erster Linie eben darum, dass Eltern mit Kindern zusammen Spaß am Singen, am Musizieren haben und auch am Quatsch machen, Bewegungslieder. Also es ist auch alles mit einer großen Prise Humor gewürzt. Also es soll einfach Spaß machen. Man kann andere Eltern kennenlernen, die Probleme der anderen dann über Gespräche erfahren und dann merkt man, ach, ich bin gar nicht allein. Die anderen können auch nicht durchschlafen. Es ist einfach schön, so eine Gemeinschaft dann zu finden. Wir machen zu Hause auch Musik, aber wir greifen da zu Hause viel weniger drauf zurück, weil wir hier und da runter macht es einfach mehr Spaß. Es ist auch locker und offen. Niemand wird hier irgendwie zu irgendwas gezwungen. Wer Lust hat, macht mit. Wer nicht, der ruht sich aus. Altenburg braucht einfach ein paar mehr Angebote, um für junge Eltern attraktiv zu sein. Und da sind wir hier mit dem Familienzentrum eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir stellen fest, dass die Stadt vielleicht langweilig ist, dass es nicht so viel zu machen gibt. Und entscheiden aber, Mensch, dann lass doch losgehen und was machen. Es werden Räume geöffnet, um einen positiven Diskurs anzeigen. Also, was geht? Was können wir machen? Wie können wir die Stadt gestalten? Besonders ist es, dass es eine Kirchengemeinde zusammen mit einer Nicht-Kirchengemeinde macht, die beide das Interesse haben, in der Stadt wirklich was zu bewegen, Menschen zueinander zu bringen, Kommunikation aufzubauen. Die Gemeinschaft treibt uns her, also dieses ganze Zusammensein und Erlebnis zusammen, Abenteuer und Peli. Man merkt richtig, wie hier Lebendigkeit drin ist. Ich wünsche mir, dass das noch wächst. Wir haben hier ganz in der Nähe einen wilden Parkplatz und der soll weichen. Und das soll der Ort für die Gemeinschaft werden. Dort sollen liebevolle Nischen gestaltet werden, ein großer Backofen entstehen, wo Menschen zusammenstehen und kochen und essen, wo sie ihre wertvollen Ideen austauschen. Es geht nicht darum, Menschen in die Kirche zu ziehen, aber es geht darum, Gemeinschaft zu stiften. Und Gemeinschaft bewegt Großartiges. Und der Glaube schlängelt sich zwischen alledem. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie können uns helfen, dass der Traum, den wir hier begonnen haben, weiter Gestalt annimmt. Dass wir etwas umbauen und einen Sozialraum schaffen für Menschen, die das Leben miteinander leben und lieben und so ihre Stadt zum Blühen bringen. Das haben wir mit Ihnen vor. Teil, erste Kapitel haben Sie gerade gesehen. Diese neuen Schritte wollen wir etwa in 40 Minuten zusammenfassen, sodass auch noch Diskussion dabei ist. Eingestiegen sind wir mit dem Altenburger Hofsalon, eine Entwicklung aus einem Familienzentrum hinaus in ein Stadtteilprojekt mitten in der Stadt Altenburg. Und es geht weiter. Wer über Erprobungsräume nachdenkt, der darf genau wissen, die Quellen, die Wurzeln der Erprobungsräume sind alt. Es gibt zwei Papiere. Das erste, was Sie hier sehen, aus der ELKTH 1999 und das zweite aus der EKM. Da werden Sie im Studium entdecken, dass vieles von den Erprobungsräumen dort sozusagen in Bruchteilen angedacht ist. Dann haben wir eine Verfassung. Die Verfassung ermöglicht viel für Erproben, für fluide Prozesse. Weiter. Dann haben wir eine erste Landessynode gehabt, die auf 8 Tagungen als Gemeinde unterwegs war. Und hier zwei Zitate, noch mal kurz zurück, hier zwei Zitate aus Arbeitsgruppen. Muss ich Ihnen nicht vorlesen, kein betreutes Lesen.
sondern Anregungen weiter. Dann gab es den Gemeindekongress. Hier sehen Sie die Programmbeispiele. Und weiter geht's. Der Gemeindekongress stand vor der großen, in der Auswertung vor der großen Herausforderung. Alle wollten nochmal einen Gemeindekongress machen. Und da haben wir mit dem Gemeindedienst gemeinsam gesagt, um Gottes Willen, wenn etwas gelingt, muss Kirche sich auch mal zurückhalten, gleich Traditionen zu entwickeln. Wir brauchen was anderes. Wir brauchen sozusagen die Aufbruchstimmung des Gemeindekongresses für eine Entwicklung. Und Windows. Ach, da ist eine Automatik drin. Das ist interessant. Bei mir war es das noch nicht, aber sowas wächst manchmal zu. Können Sie die mal rausnehmen, so viel Zeit ist? Wir haben Zeit. Eben. Ach, wir haben Zeit. Also. Wir können das jetzt so strecken, bis Jana da ist, Thomas. So. Jetzt ist es ja. Okay, da, vielen Dank. Ne? Und da waren zwei Zitate aus der dritten Tagung der Landessynode. Wir müssen unsere ganze Arbeit, die Konzepte und die Strukturen überdenken. Und darunter ein weiteres Zitat: Strukturelle Verhältnisse behindern uns häufig mehr, als dass sie Wirksamkeit entwickeln. Der alte Spruch, die Lösung von gestern werden häufig zu Problemen von heute weiter. Jetzt kommen wir zum Gemeindekongress. Haben wir schon kurz was zu gesagt, als in dieser kleinen Pause das Windows-Schild zu sehen war. Ja, das ist tatsächlich eine große Versuchung gewesen. Wir machen jedes Jahr einen Gemeindekongress oder alle zwei Jahre einen Gemeindekongress. Nein, wir haben gesagt, wir brauchen eine Entwicklung, die den Impuls des Gemeindeprozesses aufnimmt. Und da haben wir uns dann auch umgesehen nach alten Konzepten. Und das ist schon spannend. Wer Ernst Lange liest und eine Vorlage für die Kreissynode Zehlendorf im Jahr 1960, der kann dies unter anderem lesen. Das, er hatte sechs Kriterien. 1960, es ist wirklich spannend. Wir kennen Ernst Lange alle aus der Ladenkirchbewegung. Gottesdienst als Feier der Gemeinschaft. Keine perfekten Programme, sondern Erproben. Er spricht auch von Erprobungen. Sehr schön finde ich Spielraum bei Gott und den Geschwistern. Nachbarschaftlicher Dienst für Ernst Lange, ganz klar. Kontext, Kirche muss kontextuell werden. Sie muss raus aus den Mauern, rein in die Lebenswelt der Menschen. Und die christliche Haushaltschaft für Gott meint bei Ernst Lange den Auftrag zur Mission, den Auftrag zur Diakonie, einfach das mit den Menschen leben. Dann hat die Synode, der Gemeindedienst angeregt, also nach der Synodendebatte der Gemeindedienst angeregt, ich hatte es schon gesagt, wir brauchen einen Prozess. Und im Kollegium ging die Debatte zu, wie kommen wir auf so einen Prozess. Wir haben ja seit Jahren den sogenannten Missionsausschuss, der so Best-Practice-Beispiele fördert. Und wir haben dann entschieden, nein, wir brauchen noch etwas anderes. Und da war es sehr gut, dass in der Zusammenarbeit mit dem Finanzausschuss schon der zweiten Synode dort gesagt wurde, wir haben jetzt 7, hoffentlich sogar noch mehr, aber am Ende sind es dann tatsächlich, wenn wir jetzt von 2015 bis heute gucken, 7 fette Jahre. Lasst uns einen Fonds ansparen, über den wir über Jahre hinweg andere alternative Gemeindeformen fördern, unterstützen können. Lasst uns mit diesen Geldern haushalten und auf einen Weg des Lernens, der Bewegung gehen. Und da haben wir uns aufgemacht. Und ich kann immer wieder nur sagen, dass dann die Steuerungsgruppe, hier sitzen ja einige unter uns, die auch in der Steuerungsgruppe waren oder auch noch sind, eine Steuerungsgruppe, die mehrheitlich aus Menschen besteht, die in Gemeinden arbeiten, leider wenige Ehrenamtliche. Siegfried Siegel war 6 Jahre etwa dabei, ne? Oder 5 Jahre als Ehrenamtlicher.
Das fällt uns ziemlich schwer, Ehrenamtliche für diese Steuerungsgruppe zu finden. Also auch hier nochmal, wer Lust hat, der melde sich. Aber vor allen Dingen Pfarrerinnen und Pfarrer und andere Mitarbeiter aus der Kirche. Die Steuerungsgruppe entscheidet über Projektanträge inhaltlich wie finanzieller Art tatsächlich mit Mehrheit der Stimmen. Und die landeskirchliche Vertretung hat eine einzige Stimme in diesen Entscheidungen. Die nimmt in der Regel Thomas Schlegel wahr. Ich bin auch meistens in den Steuerungsgruppensitzungen, aber ich stimme nicht mit ab, weil für uns entscheidend ist, dass tatsächlich sozusagen die Perspektive aus der Gemeinde, aus den Gemeinden, aus den Kirchenkreisen die stärkere ist. Wir haben 7 Kriterien entwickelt. Erstes Kriterium: Gemeinde entsteht neu, und das heißt, dass neu am konkreten Ort. Die Erprobungsräume können keinesfalls und wollen keinesfalls beanspruchen, dass sie generell etwas Neues sind, sondern an dem konkreten Ort, wo erprobt wird, wird etwas Neues ausprobiert. Hier, Sie durchbrechen die Logik der Volkskirche, aber eben nicht in sämtlichen Kategorien wie Parochie und Hauptamt, sondern in ganz unterschiedlichen Kategorien. Und wir sehen zurzeit sehr, das war ja die Debatte auch gestern schon, dass wir tatsächlich im Hinblick auf Entwicklung des Ehrenamtes in den Erprobungsräumen die meines Erachtens größten Schritte machen, aber noch lange nicht am Ziel sind. Das ist klar. Dritte Kriterium: Wir wollen tatsächlich Unerreichte erreichen. Haben Sie an dem Altenburger Hofsalon schon einiges gesehen? Kontext ist auch klar, ergibt sich. Erprobungsräume haben tatsächlich, das ist eine der großen Lernerfahrungen, da ein lebendiges Leben, wo ganz bewusst der Kontext aufgegriffen wird und im Kontext mit Menschen aus dem Kontext. Im Herbst letzten Jahres hatte uns ja gebeten, sowohl die Inhalte wie auch die finanzielle Ausstattung und was ist gelaufen der Erprobungsräume darzustellen und vorzustellen. Sie sehen hier, jetzt ist es für mich, müsste ich vielleicht doch mal bei mir aufschlagen, weil ich das nicht erkennen kann von hier. Sie sehen sehr deutlich diese grüne, das sind die 17 Millionen einmal, die über verschiedene Haushaltspläne von Ihnen in der Synode für die Erprobungsräume zur Verfügung gestellt wurden. Wie gesagt, gezielt in einen Fonds, der über Jahre dann auch tatsächlich bearbeitet wird. Warum geht das jetzt hier nicht, bitte? Und damit ich die Zahlen auch besser lesen kann. So. Und dann haben wir auch ein paar Einnahmen, das sehen Sie auch. Sie haben ja alle den Ausdruck auch da. Ich empfehle Ihnen da allerdings dann auch deutlicher auf die Excel-Dateien, die dahinter liegen, zu gucken, weil diese Torten, die 3 Torten, die Sie hier sehen, sind sozusagen nur die grafische Zusammenfassung der Excel-Ausführung. Wir haben jetzt tatsächlich noch freie Mittel. Also das sind Mittel, die noch nicht vergeben sind und damit auch noch nicht ausgezahlt sind. Sie sehen ja, dass einige Mittel in Höhe von gut 2 Millionen schon zugesagt sind, aber noch nicht ausgereicht sind. Das liegt daran, dass die meisten Erprobungsraumanträge in Jahresspalten beantragt und dann auch bewilligt werden. Und wir haben 4 Millionen 100.000, ich runde mal ab, bereits ausgezahlt. Und zu den Aufteilungen Personalkosten und Sachkosten auf der landeskirchlichen Ebene komme ich da noch mal kurz zu sprechen. Etwa, das ist vielleicht auch ganz interessant, hier sehen Sie, auch hier bitte ich wieder, gucken Sie ruhig in die Excel-Datei, die ist übersichtlicher. Hier sehen Sie die unterschiedlichen Antragsteller. Sie haben 2 Anlagen. Einmal Anlage, wo Sie sehen können, aus welchem Kirchenkreis kommt die Antragstellung. Und einmal haben Sie eine Excel-Datei als Übersicht, wo Sie sehen, in welchen Jahresscheiben sind die Anträge gekommen. Wir haben etwa 10% Erprobungsräume, die keine Finanzanträge gestellt haben, sondern die sagen, wir wollen begleitet und beraten werden, aber wir wollen keine Finanzen. Die restlichen Erprobungsräume
werden finanziert, ganz unterschiedlich. Sie haben sich als Synode gewünscht, dass wir für die Projekte ausweisen, Mieten, Personalkosten, Honorare und weitere Sachkosten. Das konnten wir zum heutigen Tage aus verschiedenen Gründen nicht machen. Das ist nicht nur das Zeitargument, sondern dass die Erprobungsräume, das hatte ich angedeutet, in Zeit, meistens in Jahresscheiben finanziert werden und sehr häufig da auch eine Umstellung stattfindet zwischen den Kategorien. Das wird dann neu beantragt, wenn Sie also auf dem Weg entdecken, wir müssen da und wir müssen dort eventuell mehr finanzieren. Dafür können wir an anderer Stelle sparen. Das ist die Steuerungsgruppe auch sehr offen, um sozusagen den Weg der Erprobungsräume weiter zu ermöglichen. Und wenn man losgeht, weiß man häufig noch nicht, wie es weitergeht. Also für diese Torte empfehle ich Ihnen diese beiden Excel-Aufstellungen. Einmal die Zeitschiene und einmal als zweites die Empfängerschiene. Dann haben Sie als nächstes, da war ich jetzt schon, Entschuldigung, jetzt kommen wir dahin. So, das sind Mittel, die in der Landeskirche sozusagen verausgabt werden. Der größte Anteil ist das Redaktionsportal für Gemeindebriefe. Da haben wir inzwischen 100 Gemeindebriefe unserer Landeskirche werden über das Redaktionsportal erstellt. Das betrifft etwa 500 Gemeinden. Das wächst zunehmend und ich kann dafür nur eine herzliche Einladung aussprechen. Wir wissen, dass die Gemeindebriefe der Riese unserer Kommunikation sind auf der Gemeindeebene. Und die Gemeinden, die diese Erfahrung machen mit dem Redaktionsportal, machen diese Erfahrung auch gerne. 13 Gemeindebriefe werden in anderen Landeskirchen produziert für Gemeinden anderer Landeskirchen. Die zahlen dann auch mehr als unsere Gemeinden. Dann haben wir, das ist dieses orange Feld, haben wir vom auch den IBA-Prozess und auch eine Vernetzung zu den Erprobungsräumen auf landeskirchlicher Ebene. Da werden Sie nachher auch noch einen Beitrag sehen. Und das große Thema Online-Kirche, da haben wir ja mit der Neuauflegung der Online-Kirche nochmal vollkommen neu angesetzt und werden in Zukunft, das ist schon Beschlusssache, die Personalkosten aus dem landeskirchlichen, nicht aus dem Erprobungsraumanteil, sondern aus dem landeskirchlichen Anteil, aus dem Budget der Gemeinde, Bildung und Gemeinde nehmen. Zu diesen einzelnen finanziellen Dingen stehen wir gerne zur Verfügung. Soweit wir da Ihnen Einzelheiten erklären können, werden wir das gerne tun. Wir gehen jetzt weiter und Thomas Schlegel wird die ersten Lernerfahrungen vorstellen. Vielen Dank, Bruder Fuhrmann und der Bruder Schlegel. Ja, vielen Dank, Hohe Synode. Ich muss ein wenig extemporieren, wie gesagt, ich muss die Parts von Jana Petri jetzt übernehmen und hoffe, dass ich das in dieser Spontanität gut hinbekomme. Ein Überblick über den Stand des Prozesses, den möchte ich Ihnen jetzt im Folgenden geben. 7 Jahre ist also der Prozess Erprobungsräume in unserer Landeskirche am Start. Es gab insgesamt 120 Anträge und 59 Erprobungsräume gibt es aktuell, davon 9 kleine. Das heißt, die müssten nur 4 der 7 Kriterien, die ja unsere Voraussetzungen und Bedingungen bei der Antragstellung sind, genügen. 2 sind auch schon wieder beendet. Und Sie sehen rechts bei den großen Kreisen, das sind also Prozentangaben, und die beziehen sich darauf, wie die rechtliche Anbindung der jeweiligen Erprobungsräume aussieht. Und interessant daran ist, dass die der an die Anbindung an die Kirchenkreise dominiert, also eher eine regionale Bezugsgröße, und 32% Mehrfachnennungen sind übrigens hier möglich gewesen. Anbindung an die Kirchengemeinde ist die zweite Form, und sozusagen, was eingetragene Vereine sind, die Selbstständigkeit, sind es nur 24, also das heißt, nur ein Viertel der Erprobungsräume sind sozusagen auch rechtlich autark. Bitte weiter. Die regionale Verteilung, die hat uns am Anfang etwas Sorgen bereitet.
Und zwar in Bezug auf Nord-Süd-Gefälle. Sie sehen es ja hier schon, es ballt sich im Süden, also im Thüringer Bereich. Und auch im Städtischen, das war so eine Sache, die am Anfang auch im Landeskirchenrat, Sie erinnern sich, vielleicht noch diskutiert wurde. Allerdings war da dann doch immer wieder der Eindruck, wir müssen das freigeben. Denn wir sind ja nicht die Subjekte in Erfurt, die jetzt sagen, dort sollte ein Erprobungsraum entstehen, sondern es sind Menschen vor Ort, die Anträge stellen und die sind nun mal da oder eben nicht da. Das heißt, es spiegelt sich in dieser Verteilung wieder. Ich denke, wenn wir den Prozess noch eine Weile am Laufen haben, wird sich das dann auch ausgehen und wieder einen Mittelweg finden. Wir sehen das zum Beispiel bei Stadt-Land, dass dieser Eindruck der Stadtlastigkeit der Erprobungsräume sich im Laufe der Zeit relativiert hat. Bitte die nächste Folie. Ja, das werde ich auch öfter gefragt. Gibt es denn sowas wie Typen? Kann man denn Modelle sehen? Ich werde nachher noch was zu so Modelllernlogik sagen, aber man kann so richtig typisieren, kann man Erprobungsräume nicht, vielleicht so Cluster bilden, aber Stadtteilarbeit, besonders in Plattenbauten, wir werden nachher noch ein kleines Video sehen dazu aus Stendal, das ist etwas, was sich tatsächlich durchzieht. Hier rechts auf dem Bild sehen Sie den Bauwagen, der die kirchliche Präsenz in Halle Silberhöhe darstellt, in Kooperation mit der Stadtmission und der Kirchengemeinde. Was sich durch das bei den ländlichen Projekten interessanterweise durchzieht, ist die Mobilität. Sei es nun mit Anhänger oder sei es durch Personen, die mobil sind, mobile Seelsorge. Also das ist ein Thema, was auch sehr gut, mobile Kinder- und Jugendkirche beispielsweise, was sehr gut funktioniert. Oft haben Erprobungsräume etwas Passagieres, das heißt, es entsteht eine Gemeinde auf Zeit oder bei Gelegenheit. Es ist nicht, dass sie sich verstetigt im Sinne von Mitgliedschaft und Dauerhaftigkeit, sondern es sind Formen, die, nehmen wir den Erfurter Bahnhof, Gespräche, die entstehen, intensiv sind, aber dann auch wieder vorbei sind. So nach dem Motto der City-Kirchenarbeit, Touch and Go. Es ist nicht überall so, aber das ist etwas, was sich durch Erprobungsräume hindurchzieht. Kinder und Jugend sind natürlich starke Bezugsgruppen und Zielgruppen für Erprobungsräume. Bitte weiter. Wir haben gemerkt nach 5 Jahren, dass wir nochmal nachjustieren müssen im Prozess, auch aufgrund mancher Kritik in der Evaluation. Und wir haben gemerkt, dass ziemlich viel Dynamik liegt in dem Feld zwischen parochialer und nicht-parochialen Gemeindeformen. Eigentlich sind Erprobungsräume als nicht-parochiale Gemeindeformen gestartet und wir haben aber wahrgenommen, dass eigentlich auf dieser Schnittstelle zwischen kirchlicher Normallogik, sage ich mal, und Nicht-Normallogik, dass dort viel Dynamik sitzt. Deswegen haben wir die Förderrichtlinie nochmal verändert und dass Arbeitsbereiche von Kirchengemeinden jetzt Erprobungsraum werden können. Das haben jetzt schon 2 in Anspruch genommen und mehrere sind in der Pipeline. Das scheint also einen Nerv zu treffen. Wir bewegen uns also sozusagen bildlich gesprochen wieder ein Stück weit zurück. Und wir haben gemerkt, wir wollen eigentlich mehr Förderpartner als Geldgeber sein. Also das heißt, nach der Start-up-Szene, wie man ja auch das im sozialen Start-up-Bereich sieht, nicht so viel nur Geld geben, sondern begleiten, ertüchtigen, vernetzen und so weiter. Bitte weiter. Da haben wir gemerkt, dass da viel Dynamik und Inspiration aus diesen Vernetzungsangeboten kommt. Sie sehen hier mal einen Eindruck von unserer Werkstatt 2019, die übrigens auch viele wahrnehmen, die Werkstattangebote, die gar nicht Erprobungsraum sind, sondern so Randsiedler, die sich mal dafür interessieren. Ja, Resonanzräume, Erprobungsräume werden regelmäßig von uns besucht, so gut wir das schaffen, muss ich ehrlich sagen, mit unserer kleinen Personaldecke. Aber da geht es wirklich darum, Resonanzen zur Verfügung zu stellen und die Leute vor Ort gut und kompetent zu begleiten. Bitte weiter. Ja, zu den Wirkungen vielleicht noch das, so viel zu sagen, das ist etwas, was wir eigentlich nicht erwartet haben. Dass es gerade im Raum der EKD zu einer enormen Resonanz kam und jetzt schon 9 Gliedkirchen der EKD ähnliche Prozesse am Start haben, zum Teil auch mit dem gleichen Namen und dem gleichen Logo und noch eigentlich fast alle in der Pipeline sind dazu, so etwas vorzubereiten. Wie das dann genau unserer Logik entspricht, ist eine andere Frage, aber das will ich hier nicht debattieren. Was dann auch noch ein Effekt ist, die uns hier die Evaluation gespiegelt hat, sie machen EKM noch attraktiver, ist also einer der Punkte, wo EKM nach außen hin als innovativ gilt. Soweit von mir. Jetzt möchte ich
Ja, jetzt kämen die Lernerfahrungen. Jetzt müssten Sie sich vorstellen, ich wäre Jana Petri. Also ich müsste mich jetzt mein Mikro ein bisschen nach unten machen. Sie ist etwas kleiner. Ich kann mich jetzt nicht so schnell als Frau umwandeln. Aber das sind jetzt Ihre Impulse, die sie geben wollte. Und bitte die nächste Folie. Wir beziehen uns dabei auf den Evaluationsbericht. Zum einen den Evaluationsbericht, den sehen Sie, das Wichtigste in Kürze auf diesem Anhang der Drucksache. Am Ende gibt es die wichtigsten 5 Seiten oder 4 Seiten sind es, wo das Zentrale des Abschlussberichtes der Evaluation zusammengefasst wird. Das ist Ihrer Lektüre anbefohlen. Und das andere, das Buch, was ja auch schon in Teilen hier bekannt ist. Ich habe ein Ansichtsexemplar da hinten mitgebracht, können Sie reinschauen. Bitte die nächste Folie. Was sind so ein paar Schlaglichter aus dieser Evaluation, Lernerfahrung, die wir gemacht haben? Ganz interessant ist, und jetzt zitiere ich, also es ist wichtig, ich rede jetzt nicht über den Prozess aus meiner Sicht, sondern aus Sicht der Evaluatoren, da muss ich mich also ein bisschen neben mich stellen, in doppelter Hinsicht. Die sagen, ihnen ist aufgefallen, dass die Marktorientierung, das ist also ein Modell, was das SI entwickelt hat, Sozialwissenschaftliches Institut der EKD. Die sagen, das Gemeindebarometer, das haben die schon 2015 auf den Markt gebracht, da haben sie mehrere 10.000 Kirchengemeinden in Deutschland untersucht und sagen, es gibt bei jeder Kirchengemeinde eine Marktorientierung, eine Kontextorientierung, den Faktor Gemeinschaft und Organisation. Und Sie sagen nun, dieses SI ist ja auch in unserer Evaluation mit einbezogen. Und Sie sagen, was Ihnen aufgefallen ist, dass die Erprobungsräume eine stärkere Marktorientierung haben als Kirchengemeinden. Also der Kontextbezug, Sie arbeiten stärker zielgruppenspezifisch, der Kontextbezug ist stärker als bei normaler kirchlicher Arbeit. Bitte die nächste Folie. Das macht sich auch hierin deutlich. Wir haben abgefragt, auch hier sind Mehrfachnennungen möglich, welche Zielgruppen erreichen Sie denn am ehesten? Und Sie sehen hier mit den 74% Menschen mit nichtkirchlichem Hintergrund. Das war ja auch eines der Wünsche oder der Erwartungen an Erprobungsräume. Das scheint sich also hier zu bestätigen. Oder es bestätigt sich. Nächste Folie bitte. Und auch das ist ein interessantes Feature sozusagen, dass die Altersgruppe derer, die erreicht werden, das ist die, wo wir eigentlich traditionell eher ein bisschen schwach aufgestellt sind, nämlich die 30- bis 49-Jährigen. Das sind also die, die am ehesten zu denen gehören, die erreicht werden. Bitte weiter. Ja, hier, das ist nochmal ein Zitat, was das belegt. Die kontextuelle Ausprägung macht die Stärke der Erprobungsräume aus. Die nächste Folie. Und dieses Zitat ist insofern bemerkenswert, weil es zeigt, es geht bei dieser kontextuellen Ausprägung nicht nur um eine Dimension kirchlichen Handelns, also ich sage mal Diakonie. Sehr oft setzen ja unsere Erprobungsräume an bei dem Sozialraumorientierten, also sie haben was Dienendes, was Kontextbezogenes, was Diakonisches könnte man auch sagen, aber das steht eben nicht allein und solitär, sondern es ist verwoben mit Formen der Spiritualität und der Kommunikation des Evangeliums. Das macht auch die nächste Folie nochmal deutlich. Diese starke Bedeutung des diakonischen, der diakonischen Außenorientierung, aber die nicht isoliert und singulär zu verstehen ist, sondern verwoben ist mit den anderen Dimensionen des kirchlichen Handelns. Bitte die nächste Folie. Ja, und 2 Punkte, die uns offenbar oder die den Erprobungsräumen noch nicht so gut gelingen, das hat Christian Fuhrmann ja schon angedeutet, das ist die Einbindung des Ehrenamtes und die Selbstorganisation. Wir beobachten also, dass die Leute, die in Erprobungsräumen neue Wege gehen, die sind so Feuer und Flamme für die Menschen, für den Kontext, für was auch immer, aber eben nicht für Finanzen. Selbstorganisation, Akquise von Finanzmitteln anderer Art, bei Stiftung anklopfen, das ist etwas, was diese Pionierinnen und Pioniere nicht auf dem Schirm haben und was auch nicht ihre Energie ist. Völlig verständlich, aber wir müssen ihnen klar machen oder beziehungsweise es muss ihnen klar werden, dass eine Nachhaltigkeit nur möglich ist durch alternative Finanzquellen, die sich ja tatsächlich erschließen lassen, aber da muss man investieren, da muss man Zeit und Energie darauf aufwenden. Ja. Und schließend bei den Lernerfahrungen möchte ich mit diesen Vernetzungen, das habe ich auch eben schon mal angedeutet, da merken wir, daraus entsteht wirklich tatsächlich eine Inspiration, da kristallisiert sich etwas heraus.
Die nächste Folie bitte. Ja, mit diesem Zitat kann ich Sie allein lassen. Auch das ist wieder aus der Evaluation. Löst positive Imagination von Kirche aus, die in die Zukunft ziehen. Lust und Neugierde als energetische Ressource für Kirchenentwicklung bilden sich. Schön. Jetzt käme der nächste visuelle und auch optische und akustische Eindruck. Und wir gehen nach Stendal. Wir sind hier im Stadtseegebiet. Das ist das Plattenbaugebiet, was zur Stadt Stendal gehört. Das ist ein sogenannter Brennpunkt-Stadtteil, das heißt ein Stadtteil, wo wir mit erhöhtem Risiken zu kämpfen haben, mit Armut, mit Kinderarmut auch, mit erhöhter Arbeitslosigkeit. Und Evangelische Kirche hat sich hier aus diesem Plattenbaugebiet in den letzten Jahren doch leider deutlich zurückgezogen. Wir sind mehr wieder in die Kern- und Innenstadtbereiche gezogen, haben uns das vor 20 Jahren gar nicht ausgemalt, was das aber auch für Folgen hat, wenn wir uns zurückziehen aus diesen Stadtgebieten und diesen Quartieren. Und seit vielen, vielen Jahren sind hier freie Vereine, die von bewegten Christenmenschen getragen werden, auch von freien evangelischen Gemeinden, aktiv und kümmern sich um Kinder und Jugendliche. Wir sind hier im Jugendclub Eckstein und das ist ein Teil vom Verein Lebendige Steine. Wir haben hier ein soziokulturelles Zentrum, wo wir einen Kids-Bereich haben, einen Jugendbereich haben. Eine offene Sozialarbeit mit einer christlichen Motivation. Wir haben zunächst den offenen Clubbereich, das heißt, wir haben mehrere Tage die Woche einfach geöffnet, dass Kinder und Jugendliche hier aus dem Stadtteil herkommen können, ihre Zeit verbringen können, sinnvoll ihre Freizeit gestalten können, Möglichkeiten vorfinden, die sie sonst zu Hause nicht haben. Darüber hinaus unterstützen wir da, wo Hilfe nötig ist, also wenn irgendwie Hunger da ist oder klamottentechnisch irgendwie Herausforderungen bestehen, dann unterstützen wir das ganz gerne. Und wir versuchen, so gut wie es geht, auch Förderungen möglich zu machen, das heißt, Kids zu unterstützen in ihrer persönlichen Entwicklung, Jugendlichen einfach auch weiterzuhelfen Richtung Berufsfindung. Wir haben seit einiger Zeit eine Kooperation mit dem Kirchenkreis Stendal. Wir haben zum einen einen guten Austausch mit dem Kirchenkreis, das heißt, wir tauschen uns darüber auf, was die besonderen Herausforderungen in unserem Stadtteil sind. Wir versuchen ehrenamtliche Leute zu aktivieren, die sich hier einbringen und mitmachen und einfach merken, Mensch, das ist eine Aufgabe für mich, auch für andere Menschen da zu sein. Und die Kirche unterstützt es auch dadurch, dass sie eine Personalstelle mitfinanziert. Und wir als Kirchenkreis, uns ist das längst ein Anliegen, hier einfach ein Stückchen auch an Boden wiederzufinden. Nicht in Konkurrenz zueinander, sondern im guten Miteinander. Und deswegen sind wir sehr froh und dankbar, dass es Kooperationswilligkeiten gibt, auch von denen, die seit langem hier diese Arbeit betreiben und uns jetzt einfach ein Stückchen mitmachen lassen bei dieser Arbeit. Und wir bringen das ein, was wir im Augenblick können, einfach unsere Ressourcen und Möglichkeiten. Und der Verein Lebendige Steine, der hier dieses eine Projekt für Kinder und Jugendliche betreibt, bringt seine Manpower ein, seine jahrzehntelange Erfahrung, muss man sagen, und seine Netzwerke. Und die Frage ist, definieren wir uns tatsächlich über diese äußeren Parameter, Mitgliedszahlen, Kirchensteuerzahler und Ähnliches, oder definieren wir uns vielleicht als Kirche ganz neu, nämlich darüber, wo werden wir gebraucht in dieser Gesellschaft, wo haben wir unseren Platz, wo können wir das, was wir gut können, einbringen. Und ich denke, Christenmenschen können sich gut in Beziehungen einfinden, können Beziehungsarbeit leisten, können etwas von menschlicher Nähe weitergeben und anbieten. Und das, was uns Jesus ans Herz gelegt hat, unter dem schlichten Stichwort Nächstenliebe, das praktisch umzusetzen. Und ich glaube, wenn wir als Christen daran erkannt werden, auch in so einer entkirchlichen Region, wie wir es nun mal in Sachsen-Anhalt zu tun haben, dann haben wir in den nächsten Jahren nicht alles falsch gemacht. Ich merke selber, was es jetzt für ein Ritt ist, aber ich will Ihnen noch etwas zumuten, ein paar Thesen. Und zwar das, den Blick etwas weiten, weg von dem Programm Erprobungsräume hin zu dem Erproben als Phänomen. Denn wir denken, dass Erproben etwas ist, was Kirchenentwicklung heute ausmacht.
Überschrift über die Thesen, die Sie auch in Ihrer Drucksache ganz am Ende finden, warum heutige Kirchenentwicklung das vielfältige Erproben braucht. Wenn es stimmt, was uns die Soziologen sagen, dass nämlich der Wandel die einzige Kontinuität ist und die Unsicherheit die einzige Sicherheit und die räumliche und soziale Ausdifferenzierung permanent zunimmt, beziehungsweise fortgeschritten ist, lässt sich Kirchenentwicklung nicht mehr deduktiv, also von Konzepten her entwickeln oder zentral mit einem Ansatz von einem Schreibtisch, sondern Kirchenentwicklung agiert immer in einem zusammen in einem Setting, wo wir die Wirkungszusammenhänge nicht mehr richtig verstehen. Also welche Folge ein Handeln hat, können wir heute nicht nur in der Kirche nicht mehr vorhersagen. Also was hier geht, geht woanders vielleicht nicht. Was gestern funktionierte, muss morgen nicht wieder klappen. Das heißt, Modell lernen, Modell denken, wir probieren etwas und das kopieren wir dann woanders hin, das wird nicht mehr funktionieren. Die zweite These. Das bedeutet, wir brauchen einen Strategiewechsel und den haben wir eigentlich schon längst, nicht nur in Erprobungsräumen. Aber um Resonanzen zu finden und Entwicklungspotenziale zu entdecken, müssen wir diesen Strategiewechsel von Analyse, Reaktion hin zu Erproben und Wahrnehmen durchführen. Ganz oft haben wir dieses als Kirche, unter anderem als Kirche getan. Wir haben analysiert und haben dann daraus Folgerungen abgeleitet und haben versucht, das Handeln darauf abzustimmen. Das sind die bekannten Studien. Aber in diesem komplexen Umfeld, Sie sehen oben diese Kneffin-Matrix, die das nochmal sozusagen auf den Punkt bringt, in diesem komplexen Umfeld braucht es das Erproben und zwar immer wieder in iterativen Schleifen. Nicht einmal erproben und dann habe ich es erprobt, sondern immer wieder an verschiedenen Stellen. Das macht die Situation von Kirchenentwicklung heute aus. Das heißt aber auch, dritte These bitte, Erproben ist keine Antwort. Erprobungsräume sind keine Antwort. Sie sind eine Methode, hier und da Probleme zu identifizieren, Zusammenhänge zu verstehen, Erfahrungen zu sammeln. Wer ausprobiert, kommt Fragen auf die Spur und nicht den Antworten. Denn aus neuen Fragen entstehen Innovationen und nicht aus modifizierten Lösungen. Viertens. Ja, Erprobungsräume, dort findet Erproben statt, aber es findet exemplarisch statt und evaluiert. Dort konzentrieren sich Erprobungsvorhaben und Erprobungsräume sind eine Art Platzhalter für das Thema in unserer EKM. Ziel der Erprobungsräume ist also, das Erproben gerade auch außerhalb der Erprobungsräume zu fördern und wachzuhalten als Thema. Denn, fünfte These, in der EKM wird auch an vielen anderen Stellen, nicht erst durch Corona, aber in Corona haben wir es besonders gesehen, viel erprobt. Das sind einige Beispiele, die ich hier mal genannt habe, die ließen sich beliebig fortsetzen. Erproben findet, wenn Sie auf Ihre gemeindliche Situation schauen, an vielen Stellen bereits statt. Und last but not least, sechste, was sind dann Effekte von solchem Erproben? Es ist eine generelle Verflüssigung der Institutionen, die wir uns ja wünschen, die wir brauchen. Durch dieses iterativen Schleifen verflüssigt sich das. Wir können Prozesse offen halten. Wir müssen nicht immer vorher alles festschreiben, im Jahr 2025 wird so und so viel und das wird passiert sein, sondern diese Verflüssigung, die notwendig ist, wird durch das Erproben befördert. Und zweitens, es ist ein Lernvorhaben. Erprobungsräume ist ein Lernvorhaben. So viel die Thesen und jetzt entführen wir sie schon wieder und wollen auch damit zeigen, dass dieses Erproben nicht nur bei Erprobungsräumen stattfindet, sondern auch zum Beispiel in diesem IBA-Projekt, was ja in Thüringen gestartet ist, aber für die ganze EKM Relevanz hat, wo es nochmal um die Bedeutung der Kirchengebäude, mit denen wir ja reich gesegnet sind, umgeht und gefragt wird, wie können wir die eigentlich mit erprobender Haltung, mit neuen Wegen für die Zukunft erhalten. Bitte das Video. Ich bin Elke Berg, leite das Baureferat der EKM und habe 2014 den Prozess 500 Kirchen, 500 Ideen zusammen mit der internationalen Bauausstellung IBA Thüringen angestoßen. Mein Name ist Lisa Marie Hottenrott. Ich arbeite seit September 2019 im Baureferat und betreue schwerpunktmäßig die Modellprojekte, die sich aus diesem Prozess heraus ergeben haben.
Die Zusammenarbeit mit den Erprobungsräumen startete 2019 mit der gemeinsamen Projektstelle für die Prozessbegleitung dieser Modellprojekte. Der Fokus liegt hierbei jetzt nicht mehr auf den Ideen, sondern auf den Prozessen und auf der Vernetzung innerhalb der Projekte und nach außen. Der Sinn? Nur im persönlichen und im direkten Kontakt zu den Menschen vor Ort ist es möglich, praktische Erkenntnisse zu gewinnen, was es braucht, also was die Kirchengemeinden brauchen, damit solche kreativen Projektentwicklungen zur Etablierung von solch Quernutzungen gelingen können. Und mit der Vernetzung tragen wir die Erkenntnisse, die wir gewinnen, weiter und werben um Partnerschaften, die uns als Kirche langfristig unterstützen können. Aktuell gibt es 6 Projekte, Modellprojekte, die wir seit 2018 begleiten. Ich stelle kurz 2 Beispiele exemplarisch vor. Das eine ist die Herbergskirchen Thüringer Wald, die mit einer Impulskirche in Neustadt begonnen haben und mittlerweile 3 Standorte umfasst. Hier war die Diskussion, was man in einem Kirchraum eigentlich zulassen kann, zentral. Und hat am Ende auch zum Gelingen dieses Vorhabens geführt. Ein anderes Beispiel ist die Feuerorgelkapelle Krobitz. Das Thema Wiederbelebung im wahrsten Sinne, weil die kleine Kapelle auf dem Felde vorher gänzlich verschlossen und ungenutzt war. Hier konnten wir gut beobachten, wie sich zuerst vor allem Anwohnende, die nicht zur Kirchengemeinde gehören, für das Vorhaben eingesetzt haben. Mittlerweile arbeiten aber alle zusammen in einer Projektgruppe. Und es ist ein Beispiel für Verantwortungsübertragung der Kirchengemeinde für ihr Gebäude an Externe. Die Erprobungsräume unterstützen Initiativen, die aus der Gemeinde herausdenken und Gemeindeleben zukunftsfähig entwickeln wollen. Hier braucht es vielleicht etwas mehr Betonung, dass die Gebäude nicht nur Ballast sind, sondern eben auch Hilfswerkzeuge sein können. Vielleicht auch nur, um einen passiven, niederschwelligen Zugang zur Kirche für die Mehrheit der mittlerweile nicht mehr gläubigen Gesellschaft zu sein. Alltagsfähig und offen. 500 Kirchen, 500 Ideen unterstützt Initiativen, die für ihre Gebäude besondere Nutzungsideen, die mit den Besonderheiten des Ortes, den Bedürfnissen der Menschen und Anwohnenden verknüpft sind. Aber das Bauliche außerhalb von Sanierungsmaßnahmen darf eben das Inhaltliche, die inhaltliche Entwicklung nicht überholen. Die Menschen stehen im Vordergrund. Wichtig ist es, Partnerschaften zu suchen und fremde Benutzung des Raumes zuzulassen, alltagsfähig und offen. Zentral für die Zukunftsfähigkeit unserer Kirche wird also sein, wir, die Gemeinden, die Verantwortlichen müssen lernen, Verantwortung abzugeben und zu vertrauen. In Bezug auf Quernutzung haben wir verstanden, dass es wichtig ist, nicht die Gemeinden und Ehrenamtlichen sollen ihr kirchgemeindliches Leben um noch ein weiteres Angebot erweitern, sondern es geht darum, neue externe Partner zu finden, die den Raum selbstverantwortlich nutzen. Quasi neue Mitbewohner mit einem eigenen Schlüssel. Sonst wird das Ehrenamt zu stark belastet. Werden wir nach 2023, nach dem Ende der IBA, haben? Modellprojekte in verschiedenen Stadien der Umsetzung, die Mut für den notwendigen Aufbruch machen. Und was brauchen wir weiter? Eine Gesamtstrategie, die sich nicht allein auf den Bau bezieht, sondern interdisziplinär angelegt ist. Anreize, die Kirchengebäude länger und durchgängiger offen zu halten. Gerade wenn wir weniger werden. Eine starke Vernetzung von Bau- und Gemeindeentwicklung auf allen Ebenen und einen engen Draht zu Kirchengemeinden und Kirchenkreisen. Wir brauchen eine Kooperation zwischen Kirche und Land bzw. Bund zur Förderung nicht nur von Bauarbeiten, sondern auch von Prozessen für den Gebäudeerhalt und die Denkmalvermittlung. Wir brauchen gute Prozessbegleiter und Mutmacher mit besonderen Qualitäten. Beispielsweise Planungsbüros, die auch Veranstaltungen moderieren. Oder Künstler, die im Dialog mit den Menschen vor Ort Kunst erlebbar machen. Und wir brauchen so viel Vernetzung wie möglich. Die EKM ist Vorreiter im Bundesgebiet. Andere Landeskirchen schauen auf uns. Wir sind vernetzt mit ähnlichen Initiativen und im Erkenntnisaustausch. Und wir haben die Chance, auch nach 2023 den begonnenen Weg, den wir als Zukunftsprozess bezeichnen möchten, weiterzugehen und die wertvollen begrenzten Mittel sinnvoll einzusetzen. Ja, jetzt sollte als letztes vielleicht noch eine Seite weiter. Tatsächlich der besondere Erprobungsraum eines ganzen Kirchenkreises, des Kirchenkreises Henneberger Land, kurz vorgestellt werden. Hier sehen Sie ja auf dem Bild so unterschiedliche Pakete,
Der ganze Erprobungsraum im Henneberger Land ist eine große Schatzkiste, weil alle Gemeinden in diesem Kirchenkreis ihre eigenen Schätze in diese Erprobung einbringen. Und wir haben jetzt folgende Idee, dass wir zunächst in die Rückfragerunde gehen und wir hoffen, dass Jana Petri jetzt irgendwann kommt und die kann sicherlich auch zu diesem Schatz Henneberger Land noch etwas ausführen. Und ich weiß nicht, wie das Präsidium plant. Wir würden erstmal Fragen sammeln, oder? Nur machen wir erstmal Kaffee, okay, gut. Alles klar, danach. Ja, vielen Dank für das Wort, liebe Synodale. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen und noch ein letztes Beispiel für Erprobungsräume einbringen, und zwar aus eigener Erfahrung. Weiß nicht, ob Sie das wissen, ich bin ja die ehemalige Superintendentin aus dem Kirchenkreis Henneberger Land und der ist im Jahr 2019 als Ganzer zum Erprobungsraum geworden. Da stand die Idee dahinter, dass wir die einzelnen Gemeinden zu Experimenten vor Ort ermutigen wollten, dass einfach mal was ausprobiert wird und der Kirchenkreis das Ganze relativ unbürokratisch unterstützt durch Begleitung, durch Vernetzung und Finanzen. Also quasi die Idee der Erprobungsräume noch mal eine Ebene tiefer geholt auf Kirchenkreisebene, um die Hürden noch mal niedriger zu legen, damit die Leute ins Machen kommen. Bei uns mussten das nicht die ganz großen und extravaganten Ideen sein. Wichtig war es uns nur auszuprobieren und durch das, was wir tun und auch aus unseren Fehlern zu lernen. Um zum Experimentieren zu motivieren, haben wir uns überlegt, dass es gut ist, wenn sich die Gemeinden erstmal bewusst werden über ihre ganz besonderen Stärken, die sie haben. Es muss und kann in Zukunft ja nicht mehr jede Gemeinde das ganze Vollprogramm leisten, das wissen wir. Aber es wäre schön, wenn alle das einbringen, was ihnen besonders liegt und Freude macht und dass die anderen im Kirchenkreis das auch mit nutzen. Es ging uns also ums Schätzeheben. Und diese Idee, die haben wir breit gestreut. Es gab dann eine Zukunftssynode zu diesem Thema und wir haben als Kirchenkreisleitung alle Pfarrbereiche besucht. Und bei dieser Besuchstour hat jeder so eine Schatzkiste hier bekommen. Also ganz einfach so eine Pappkiste. Und dazu gab es die Aufgabe, füllt doch diese Kisten mal mit einem Schatz, der euch besonders auszeichnet. Und da ist ganz Verschiedenes zusammengekommen. Ein Beispiel habe ich mal mitgebracht. Hier steht drauf, Mut zur Lücke. Und als Schatz haben die hier symbolisch ihre Ehrenamtlichen reingelegt. Und einen Löffel mit dem Hinweis, wir graben noch. Ja, diese Kisten sind dann in einem großen Kirchenkreisgottesdienst von Vertretern einzelner Gemeinden präsentiert worden. Und im Anschluss gab es wie so eine Wandertour dieser Kisten durch den Kirchenkreis, der begleitet wurde von Gottesdiensten und einer Gebetsaktion. Und mittlerweile sind daran anknüpfend 26 sehr unterschiedliche Experimente entstanden, unter anderem der Tag der Dankbarkeit oder eine Podcast-Reihe, ein Tango-Gottesdienst oder Comics für Kinder, um nur mal so ein paar Sachen zu nennen. Wenn ich gefragt werde, woran ich die Veränderung im Kirchenkreis Henneberger Land am meisten gemerkt habe, dann würde ich sagen, an einer veränderten Atmosphäre. Es gab sowas wie Aufbruchsstimmung. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, worauf wir unsere Aufmerksamkeit gerichtet haben. Wenn wir uns Tag aus und Tag ein nur mit Problemen befassen, und das machen wir ja leider in der Kirche öfter, dann färbt das auch auf uns und unsere Stimmung ab. Und wenn wir uns andererseits aber auf das konzentrieren, was unsere Stärken sind, was wir gut können, auf das Potenzial, das in Menschen steckt, in Gemeinden und in der frohen Botschaft, die wir zu verkünden haben, dann macht das auf jeden Fall auch was mit uns. So zumindest haben wir es im Henneberger Land erlebt. Soweit. So, herzlichen Dank für diese Präsentation.